Es ist aber jetzt auch nur die Referenten aufgezeichnet und ihr Vortrag und die Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Okay. Gut, so dann sind wir gestärkt. Danke ich erstmal für die Einladung. Ich stelle mich kurz vor, ich bin jetzt ein bisschen Fuchs und seit sechs Jahren, also als Anwältin in Kassel tätig und von Anfang an eigentlich mit der Einführung des SGB II auch auf diesen schwerpunktmäßig, also das gesamte Sozialrecht, aber eben wie gesagt schwerpunktmäßig Hartz IV, Sozialhilferecht, Versicherungsrecht. Und ich bin also gebeten worden, hier kurz eine Einführung nochmal zu geben, was ist bislang gewesen hier in der Stadt Kassel, betreffend die Kosten und Verheizung. Wie ist jetzt die aktuelle Entwicklung der Gesetzgebung und was ist hier in Hessen in Kassel geplant, was könnte möglicherweise kommen oder auch nicht. Ich habe für uns vorbereitet nochmal den aktuellen Gesetzestext von der Bundesebene, also vom SGB II und nochmal eine kurze Zusammenstellung von den Inhalten, was ich gleich sagen werde. Das dann im Verlauf jetzt des Vortrages nochmal rum. Also es reicht sicherlich nicht aus, weil es, also ich habe 15 Seiten ausgedruckt, das war gut, also die Problematik ist, denke ich mal, grundsätzlich bekannt. Die Unterkunftskosten, also die eben umfassen die normale Miete und die Heizkosten, werden grundsätzlich oder bislang so von den Kommunen getragen. Das hat dann eben auch zur Folge, weil die kommunalen Kassen noch relativ klamm sind, gerade in dieser Position zu sparen. Jetzt versucht hat eben der kommunale Träger versucht, also in der Vergangenheit, und es wird ja auch in der Zukunft so sein, die gesetzlichen Regelungen so auszunutzen oder so zu nutzen, dass er da Regelungen getroffen hat, die rechtlich sehr umstritten waren. An der grundsätzlichen Regelung hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Also das heißt, immer noch Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendung anerkannt, soweit diese angemessen sind. Und das war immer so der Ausgangspunkt. Angemessen ist natürlich ein weiter Begriff, der ausgelegt werden muss, den man definieren muss. So, und dann gab es im Gesetz eine Vorschrift, wonach der Bund eine Rechtsverordnung erlassen konnte, mit der man hätte pauschalieren können. Diese Rechtsverordnung hat es aber nie gegeben und deswegen stand auch von Anfang an eigentlich fest, dass hier die Stadt Kassel, die halt die Pauschale durchgeführt hat, rechtswidrig gehandelt hat. Das hat sie jetzt getan bis zweitens Jahr 2009, bis dann irgendwann das Bundessozialgericht gesagt hat, bis hierher und nicht weiter, also klar festgelegt hat, dass die Pauschalierung grundsätzlich nicht geht. Und dann ist die Stadt Kassel dazu übergegangen, im Prinzip statt der Pauschale eine Obergrenze festzulegen. Und die natürlich relativ niedrig angesetzt. Und das hat dann dazu geführt, dass Kollegen von mir und ich im Wesentlichen per Eilanträge versucht haben, ihre sogenannten grundsicherungsrelevanten Mietspiegel zu kippen. Das hat dann auch funktioniert, auch erst von den Sozialgerichten hier und dann vom Landessozialgericht. Und das Landessozialgericht hat dann den Vorschlag unterbreitet, ein Gutachten in Darmstadt, also von so einem Institut in Darmstadt in Auftrag zu geben, die dann bestimmen sollen, wie die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung hier in Kassel sind. Das Gutachten ist zwischenzeitlich auch in Auftrag gegeben worden, also wie weit das jetzt ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ist offensichtlich noch nicht da. Die Stadt Kassel ist dann halt dazu übergegangen, sich, ich denke mal, widerwillig an die Vorgaben zu halten. Die Vorgabe war jetzt, weil eben kein
ja, von sicherungsrelevanter Mitspiegel vorlag, die Wohngeldtabellen zugrunde zu legen mit einem Sicherheitszuschlag von 10%. Freiwillig hat die Stadt gesagt, wollen sie die Anträge überprüfen bis zum 1.7.2009. Macht sie nicht ganz so freiwillig, also man muss da schon eigentlich drauf drängen und einen Antrag stellen, dass das dann für diejenigen, die es betrifft, also die vorher weniger bekommen haben, dann auch höhere Leistungen offen bekommen. Kleine Einschränkung, jetzt seit April ist es so, dass Überprüfungsanträge, die grundsätzlich 4 Jahre zurücklocken, nur noch 1 Jahr zurücklocken. Also wer vielleicht hier auch betroffener ist, der kann also durchaus noch versuchen, zumindest jetzt das letzte Jahr oder eben mit der Kulanzregelung der Stadt vielleicht noch bis zum Juli 2009 durchlocken, höhere Leistung für die Heizung zu erhalten. So, dann hat jetzt durch das Reformgesetz der Gesetzgeber folgende Klauseln eingeführt, Paragraphen ins Gesetz. Also der Grundtatbestand ist gegeben, da gibt es zwar einige weitere Vorgaben, aber die haben uns jetzt hier weniger zu interessieren. Also der Grundsatz bleibt erstmal, dass die tatsächlichen Kosten zu übernehmen sind, soweit sie angemessen sind. Also das ist der Ausgangspunkt. Dann wurde neu eingeführt, Paragraph 22a, das SGB 2. Und da steht jetzt diese Satzungsermächtigung drin. So, da gehe ich gleich auf die einzelnen Bedingungen ein. Und dann gibt es dann Paragraph 22b, der schreibt vor, wie der Inhalt einer Satzung auszusehen hat. Und noch ein Paragraph 22c, der schreibt im Prinzip die Verfahrensweise vor, wie man die Unterkunftskosten ermitteln kann. Der Bund hat gesagt, also wir können letzten Endes gar keine Rechtsverordnung erlassen, weil in den einzelnen Kommunen das hier unterschiedlich gestaltet ist. Also München ist nicht Kassel als Beispiel, dass halt die ganze Sache an das Land abgegeben wurde. Und die Länder haben jetzt die Möglichkeit, durch Gesetz zu bestimmen, ob den einzelnen kommunalen Trägern die Möglichkeit eingeräumt wird, ihre angemessenen Kosten im Wege einer Satzung zu bestimmen. Können bedeutet, die Länder müssen das nicht machen, also dann würde die Regelung im Prinzip so bleiben, wie es bisher auch war. Das heißt, die kommunalen Träger müssten sich nur an die Vorgaben halten, die das Bundeszeitrecht aufgestellt hat. Das heißt, die einzelnen Stellen für einen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel einhalten und eben auch da die Verfahrensweisen sehr genau ausgestalten. Wenn sie das nicht schaffen, würde dann wieder die Wohngeldtabelle gelten. Sie können dann ein Ermächtigungsgesetz erlassen, das heißt, Sie können jeder einzelne Kommune freistellen, eine Satzung zu erlassen. Das heißt, die Kommune kann dann selbst entscheiden, machen wir eine Satzung oder machen wir sie nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eines Verpflichtungsgesetzes, das heißt, das Land, also bei uns jetzt in Hessen, könnte vorschreiben, dass jede Kommune verpflichtet ist, eine Satzung zu erlassen. Dann schreibt § 22a Absatz 2 vor, dass statt der Bestimmung, welche Kosten angemessen sind, also sprich einer gewissen Obergrenze, dass hier die Kommunen auch die Möglichkeit haben können, weil das vorher festgelegt wurde im Gesetz, dass sie das Ganze als Pauschale machen. Pauschal kommt uns, wie gesagt, hier sehr bekannt vor. Deswegen steht, wenn ich von diesem Ausblick wagen darf, zu vermuten, dass die Stadt Kassel sich dann schon auch darauf, wenn ich das so formulieren darf, wirken wird. Es gibt dann in dem Gesetz einige Vorgaben, Anführungszeichen, die allerdings relativ vage gehalten sind.
beispielsweise ausreichend freier Wohnraum auf dem örtlichen Wohnungsmarkt muss verfügbar sein, um die Pauschalierung durchführen zu dürfen. Das wiederum wäre für uns so ein Angriffspunkt, weil ja doch bekannt ist, dass hier in der Stadt Kassel der Wohnraum, also gerade auch für Single-Wohnungen, also Einpersonenhaushalte, sehr, sehr knapp ist. Dann sollte Pauschalierung dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Da hat dann die Bundesregierung in ihrer Gesetzesbegründung Kriterien aufgestellt, was man unter wirtschaftlich verstehen könnte. Also es geht dann darum, ob dann halt die Verwaltungskosten mit etwaigen Mehrausgaben durch die Pauschale kompensiert werden können. Das ist alles recht vage gehalten und ich denke mal, das wird dann nicht darauf hinauslaufen, dass es dann einfach so überhaupt erfüllt. Und dann muss eben bei der Pauschalierung noch eine Regelung getroffen werden für atypische Sonderfälle, also für Behinderte zum Beispiel, Menschen, die eben im Rollstuhl sind, die größere Wohnfläche zur Verfügung haben müssen. Also diese Klausel haben sie freundlicherweise dann doch mal mit reingenommen. Hätte aber auch sonst dazu geführt, dass allein durch so eine Regelung, wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, wieder Gerichtsverfahren in Gang gesetzt wurde. Ja. So, dann geht das Gesetz weiter. Die schreiben jetzt weiter vor, wie man die angemessenen Kosten der Unterkunft ermitteln kann. Dann sagt die Bundesregierung selbst in ihrer Drucksache, wen das interessiert, ist die Drucksache 661-10 vom Bundestag. Das kann man da auch im Internet abrufen. Dass es sich bei den Einleitungsworten erstmal nur um Programmsätze handelt. Also das sind dann keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen. Diese Programmsätze wiederum sagen einmal, dass bei der Ermittlung der angemessenen Kosten auf den einfachen Standard auf dem örtlichen Wohnungsmarkt abzustellen ist und zusätzlich die Auswirkungen auf den örtlichen Wohnungsmarkt zu berücksichtigen sind. Und zwar einmal zur Vermeidung des Mietpreises, zur Vermeidung mietpreiserhöhender Wirkungen, der Verfügbarkeit von Wohnraum einfachen Standards. Den Blick dann auf alle verschiedenen Anbietergruppen und die Schaffung und Erhaltung sozial ausgeglichener Wohnungsstrukturen. Also sprich, was auch immer das Polizeibericht hervorgehoben hat, dass keine Ghettobildung entstehen soll. Wie gesagt, das sind erstmal nur die Programmsätze. Daran soll man sich orientieren, muss man aber nicht.